Well, I think that you're talking about, I guess, is a byproduct of the reason why I made this film. In this film, I was really revisiting a period of my life, but I revisited in a very explicit way. Alfonso Cuarón über seinen semi-autobiografischen Film Roma. Er ist damit ganz sicherlich auf einem neuen Höhenflug. Goldener Löwe in Venedig und jetzt schon gilt er als sicherer Oscar-Anwärter. Ein neuer Triumph für Netflix. Warum Thema Netflix? Weil der Streaming-Service jetzt in Hollywood ganz im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Ich habe es erwähnt, bei den diesjährigen Emmys hat Netflix für einen mittleren Schock gesorgt, denn 17 Jahre lang war HBO der unangefochtene Spitzenreiter, was die Nominierungen betraf. Aber in diesem Jahr hat Netflix mit 112 Nominierungen HBO entthront. Nur dank Game of Thrones ist es dann HBO gelungen, wenigstens gleichzuziehen. Beide haben 23 Mal Gold geholt. Was für uns Filmfans an diesem Thema besonders interessant ist, finde ich, ist der Trend von Netflix zu selbstproduziertem Content. Vor 10 Jahren noch hat Netflix ausschließlich oder fast ausschließlich nur Content geliefert, das von Hollywoods Film- und Fernsehstudios kam. Dieses Businessmodell war zwar wunderbar für die Studios, denn das war so eine Art von digitalem Verteilungssystem, was zusätzliches Geld in die Studios brachte von Leuten, die normalerweise nicht oder nur sehr wenig ins Kino gehen. Aber dieses Businessmodell, wie gesagt, machte Netflix total abhängig von den Studios. Und Reed Hastings, der Gründer von Netflix, hat natürlich kapiert, wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du dich unabhängig machen willst von den Studios, musst du selbst Content produzieren. Und das macht Reed Hastings jetzt mit einer Power, wie sie wohl noch nie für die Produktion von Filmen und Serien entfesselt wurde. Ich gebe ein paar Zahlen. Von 609 Titeln im Jahr 2016 waren 91 selbst produziert. Von 640 Titeln ein Jahr später waren schon 172 Eigenproduktionen. Und in diesem Jahr, bis Ende August, hat Netflix 760 neue Titel im Angebot, davon 323 selbst produziert. Das bedeutet fast eine Verdoppelung von Eigenproduktionen von einem Jahr zum nächsten. Und jetzt will es Reed Hastings so richtig wissen. Für die kommenden Produktionen will er, so ist zu hören, 10 Milliarden Dollar locker machen. Damit liegt Netflix um 2 Milliarden höher als der Hauptkonkurrent Amazon und liegt um 8 Milliarden, ich hoffe, ich habe nicht Millionen gesagt, sondern ich meine natürlich Milliarden, liegt mit 2 Milliarden höher als Hauptkonkurrent Amazon und liegt mit 8 Milliarden über der gesamten Produktion der Hollywood Studios. Also nochmal, alle Hollywood Studios zusammen haben ein Jahresbudget von ca. 2 Milliarden Dollar. Netflix kommt jetzt mit 10 Milliarden Dollar, was allerdings, muss man sagen, auch die Serien einschließt. Lass uns doch mal schauen, was für Filme uns Netflix anbietet. Wie gesagt, Alfonso Cuarón mit seinem Schwarz-Weiß-Film Roma, dann die Coen Brothers mit dem Western The Ballad of Buster Scruggs, Paul Greengrass kommt mit 22nd July, der 22. Juli und schließlich Martin Scorsese und Robert De Niro mit The Irishman, ein Film, der rund 100 Millionen Dollar kostet. Wie gesagt, wir Filmfans können uns über diese Hyperproductions eigentlich nur freuen. Wer sich nicht darüber freut, sind die Kinobesitzer und Disney. Die Kinobesitzer sind alarmiert über die Entscheidung von Netflix, deren Filme gleichzeitig im Kino und im Streaming anzubieten. Und Disney freut sich auch nicht über den Steilflug von Netflix, denn Disney will natürlich einen eigenen Streaming-Service anbieten und muss jetzt gegen
130 Millionen Netflix-Abos antreten. Aber jetzt ist etwas Komisches passiert. Disney hat jetzt ganz unverhofft von der Mega-Aktivität von Netflix profitiert. Und zwar mit dem, was ich das Disney-Netflix-Paradox nenne. Mehr darüber, when I see you next time.